Willkommen zurück zu Dizzy vs. Dinos! Hallo, hallo Izzy! Hallo, hallo Dina! Du kannst es gar nicht mehr richtig sehen unter den ganzen Haaren. Ich hab immerhin noch mal. Ich versteck meine Haare hier schon mit dem. Warte mal, was ist da vorne unter dem Hut? Hä? Ist das irgendein Riesenteil unter Wasser? Guck mal hier. Siehst diese du das? Mega, das ist diese Monsterkrabbe da, oder? Ist das? Hier siehst du, wo ich hinlaufe. Nicht da hinten die Monsterkrabbe, da hinten, aber das hier. Oh Gott, wow, komm, die Krabbe! Nee, weg! Oh! Meinst du nicht das, was passiert da, Alter? Alter Schöne! Ja, was meintest du denn? Meinst du nicht den da? Ich meinte das, doch, aber es kam so aus dem Wasser raus. Ich hab's nur unter Wasser gesehen. Sieht man die unter Wasser mehr? Da, guck mal, njaum! Das Ding ist echt komplett gestört, ey. Was macht das da? Ich hab auch keine Ahnung, ey. Ich geh einmal unter Wasser. Was machst du mit Rappi? Bist du sicher, dass du Rappi mitnehmen willst? Da sind zwei von denen, ne? Da vorne ist eine Krabbe und da hinten ist noch eine. Das sind zwei von den Krabben sind da. Und in die Richtung hier ist nichts. Nee, nein, nein, Krabbe komm ich. Wir müssen jetzt gerade mal hier vorne, Leute, mal wieder ein bisschen Holz uns abpflanzen. So. Schön abpflanzen. Wir haben ja richtig viele Kommentare von euch bekommen, was wir hier so alles machen sollen. Izzy hat ja auch schon letztens was vorgelesen von Ghost Like. Da sind echt sehr viele nice Tipps dazugekommen. Und wir haben jetzt eigentlich vor, natürlich müssen wir uns ein bisschen leveln. Und wir haben jetzt ja schon mal ein Rappi, also eigentlich brauchen wir zwei Rappi. Und wir sollen auf Movement Speed skillen, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Alter, da vorne ist noch so eine Krabbe, was... Als ab, wie viele Krabben hier sind. Hey, wir haben doch voll viel Holz. Wir haben doch so dieses pilzartige Holz. Das können wir doch bestimmt genauso benutzen, ne? Ja, natürlich können wir das, ja. Ja, davon haben wir richtig viel in der Truhe. Ach, wir haben das nie benutzt immer, oder wie? Ja, genau. Ich glaube, wir haben nur das Normale benutzt. Ja, Top-Leistung auf jeden Fall bei diesen. Wir haben es mal wieder als gewohnt. Aber die hier wachsen hier endlich wieder nach langer Zeit, wo nichts nachgewachsen ist, Leute. Aber jetzt kommt hier alles wieder runter. So. Rappi, ich habe für dich auch... Oh, Rappi können wir auch ab... Rappi gehe auf jeden Fall auf Gesundheit erstmal. Das ist definitiv erstmal das Wichtigste, würde ich sagen. Willst du Rappi wirklich die ganze Zeit mitnehmen? Nimmst du den die ganze Zeit mit? Ja, weil ihm kann ich ja Sachen geben. Oh, der freut sich auch, wenn er dabei ist, weißt du? Da kann er uns helfen. Oh, nicht, dass er stirbt. Nein, wieso sollte er sterben? Rappi hat ein Ei gelegt. Rappi hat ein Ei gelegt? Direkt vor die Tür. Ja, super, behalt das. Aber warte mal, wieso liegt der ein Ei, wenn er alleine ist? Kann man doch essen, ne? Ne, stimmt, das kann ein... Ja, ich glaube, dann sind sie nicht befruchtet. Ja, ja. Wenn ein Weibchen ist, dann legt er halt ab und zu Eier. Weißt du, wie Hühner das machen? Ja, kann man nicht. Man kann auch ungefähr irgendwann mal das Feuer vielleicht reinballern hier. So. Nee, Ei kannst du einfach so gut essen, glaube ich. Ich glaube, Ei ist einfach dafür gar nicht ganz stimmt. Gut, ja. Du hattest doch mal Honig gefunden, ne? Ja, da musst du aufpassen, ey. Weil, ich weiß, das war eine ziemlich dramatische Aktion mit Izzy und mit dem Honig. Aber der Großteil hat auch geschrieben, das kann man benutzen, um diese Ratten zu zähmen. Und zwar passiv, das heißt, man muss gar nicht mit denen kämpfen. Echt? Ja. Okay, aber wir werden jedes Mal sterben, wenn wir versuchen, Honig zu bekommen. Ja, das wiederum kann auch sehr gut sein. Aber... So, das erstmal hier rein. Aber haben wir nicht noch ein bisschen? Ich dachte, du hattest was. Honig? Der ist direkt abgelaufen, der läuft übel schnell ab. Ach, der läuft ab? Ja, ja. Aber ich hab dabei ist Honig doch eigentlich das einzige Lebensmittel, was nicht gar nicht ablaufen kann. Niemals. Niemals? Ja, habe ich irgendwann im Internet gelesen, ja. Nur nicht schlecht. Aus sicherer Quelle. Aber ich dachte, ich hätte irgendwo hier Ratten gesehen, wo hier mal mehr Ratten irgendwie zusammen aufeinander gleichzeitig waren. Und da wollte ich eigentlich suchen jetzt, weißt du? Weil das wäre natürlich mega nice, wenn wir noch so ein Rättchen hätten. Und ich kann selbst mich auch hier updaten mal wieder. Ihr kennt es ja, Leute, ja. Update. Bewegungsgeschwindigkeit gehe ich jetzt nämlich raus, weil es soll sehr wichtig sein, hier auf Bewegungsgeschwindigkeit zu gehen. Alter, diese Krabbe ist voll nah. Glaubst du, die ist friedlich oder ist sie böse? Die ist auf jeden Fall böse, da müssen wir nicht lange drüber aber reden. Aber ihr habt die noch nie kämpfen gesehen. Warte mal. Ja, weil die alles innerhalb von Sekunden zerfetzt, was um sie rum ist wahrscheinlich. Rappi, wo bist du? Ist sowas von safe böse, macht keinen Blödsinn. Ich sehe Rappi nicht mehr. Der war bei mir. Habe ich ihn vielleicht überladen? Oh nein, ich wusste, dass da was nicht gut geht, wenn du Rappi bist. Da ist Rappi, ich habe ihn überladen. Der kann mir nicht mehr folgen. Och, Rappi, es tut mir leid. Es tut mir leid. Da muss man mal ein bisschen was runternehmen. Ja, Gewicht ist der eigentlich nicht überladen. Ne, der ist nicht überladen, der kann viel mehr tragen. Rappi? Vielleicht ist der voll erladen, ah ja. Jetzt folgt er mir wieder. Mal gucken, ob er kommt. Alter, diese Krabbe, die macht mir echt Angst, aber die scheint ja nur im Wasser zu sein, ne? Ich glaube nicht, dass sie einfach so herkommt. So, Rappi folgt mir wieder, Gott sei Dank. Also, wenn man zu nah dran ist, kommt die bestimmt auch raus, oder? Alter, die wird uns ja locker töten. Die ist einfach Millionen mal größer als wir. Die würde uns dann nehmen und dann zerfetzen einfach. Aber man sieht gerade voll weit da hinten hin. Wir müssen auf jeden Fall mal langsam hier mal ein bisschen was exploren eigentlich.
Wenn wir nicht immer nur an einer Stelle bleiben. Das ist true. Das ist true. Sowas. Weißt du, da muss er mal seinen Horizont erweitern und so weiter und so fort. Hier gerade mal so weiter. Ja? Wo war das? Hier, hier vorne, hier ist das, ja. Hier ist nämlich Honig, Leute, da in der Ecke, seht ihr das? Aber erstmal muss da vorne, da ist eine Ratte, das ist direkt eine Ratte. Ach so, Rappi. Rappi, komm hier um die Ecke. Ach, Rappi, hier komm rum, das ist genauso wie Alfie, der nicht aufs Sofa kommt. Hier um die Ecke, hier, hier, hier. Rappi, hier rum. Rappi. Oh, ist so ein Blöder. Komm hier. Das ist ja nicht wahr. Rappi, komm. Och, Wegfindung immer noch wie vor 3 Jahren, ne? Ja, alles klar, Rappi. Komm hier lang. Und wo wirst du eigentlich rum? Ja, bei dem, da wo wir Rappi gezähmt haben, bin ich. Ich bin da ganz fleißig am Holzfarm für dich. Hier ist auf jeden Fall. Ja, wie ist das mit den Bienen? Greifen die einen an direkt oder nicht so? Ja, sofort instant. Aber wenn du die, wenn du die Haus greifen, machen die das auch oder und so weiter? Glaubst du, man kann die einfach. Wenn man da steht halt und nur da greifen die dann auch an, wenn man nur steht oder muss man. Nee, du musst da schon draufhauen. Also so war es zumindest bei mir. Ich glaube. Also der Bienenstock hat 5000 Leben. Steht da dran. Glaubst du, wir können dies angreifen? Nein, weil dann sind wir sofort tot. Oh, man kann ja mit E-Honig sammeln. Ohne zu sterben? Ja, ich weiß. Ach, du bist auch hier, Izzy. Ja, guck mal hier. Nimm du mal Rappi, nur zur Sicherheit. Nimm du mal Rappi. Ich versuch mal, den Honig zu holen. Nee, dann passiert das. Dann werden die dich angreifen. Ich weiß, aber ich lauf sofort weg. Aber ich lauf dann sofort weg, okay? Ey, die werden Rappi töten. Aber deswegen nimmst du ja Rappi. Ich lauf sofort weg, die können mir gar nichts, okay? Okay. Die werden bestimmt so schnell sein und Rappi auch töten. Ist Rappi passiv? Rappi ist passiv, ja. Okay, ich hole jetzt, ja? Ich hole jetzt Honig. Ich möchte Honig haben. Das wie häufig hast du Honig geholt? Hast du einmal gedrückt oder mehrfach? Vielleicht beim ersten Mal. Okay, 3. Also ich habe 4-mal Honig oder so geholt. 1. Und. Laufen! Ich bin überladen! Ja, perfekt. Keine Chance. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Das ist ja kein. Das ist ja nicht möglich. Ja, das habe ich dir doch die ganze Zeit gesagt. WTF, wie macht man das denn dann, Izzy? Ja, da braucht man eine krasse Rüstung oder man braucht bestimmt so einen Imkeranzug oder sowas. Ein Imkeranzug. Ja, bestimmt. WTF, wie stark sind die denn gewesen? Ich ja, dachte, krank, man konnte da nicht mehr weglaufen direkt, ne? Ich wollte halt weglaufen. Oh Gott, wow. Ich wollte halt weglaufen Chance. Und dann dachte ich, tauche ich einfach unter oder irgendwie sowas. Aber ne, da war wirklich keine Chance. Alter, Leute, wir müssen mal die ganzen Todesdinge hier wegnehmen. Das sieht so ekelhaft aus, dass überall das Grüne ist. Weißt du, wie man das machen kann? Bist du schon wieder nicht im Bett gespawnt? Nö, mit Absicht nicht, weil ich will. Dachte, die Chance ist höher, dass ich näher dran bin hier. Mit dem Jungen. So, hoch hier. Aber weißt du was? Wenn ich jetzt meine Sachen wiederhole, dann habe ich ja trotzdem den Honig. Ja, das ist das Ding. So hatte ich das letzte Mal auch. Aber der verdirbt halt schon. Okay, wir haben den Honig, Hier ist eine Ratte, Wir tun Honig direkt mal hier auf den letzten Slot. Mal gucken, wie das funktioniert. Wo ist denn mein Honig? Wie sieht der Honig aus? Ah, hier ist der Honig. Okay. Hallo, Ratte. Alter, die Ratte hat einen Kanon getötet. Das gibt auch wieder gutes Fleisch gleich. Also, weil die ist nur Level 9. Das ist eigentlich eine gute Sache für uns. Weil eigentlich, oh Gott, das ist ein Erdbeben. Wenn die untertaucht, wenn die gleich geht, ja in den Boden rein. Und dann muss man da rangehen, weil direkt. Und gleich hole ich noch den Kano hier. Da werde ich gleich. Da kümmere ich mich gleich drum um den Kano. Warte, wenn die Ratte schon Tar den rein. Kano tötet, nee. Dann weißt du, was einfacher zu zähmen ist. Kano oder Ratte. Aber Kano hat leider kein Inventar. Das heißt, ich kann nur, wenn ich ihn gleich töte, bisschen zusammenhaue, kriege ich da Fleisch raus. Ich möchte halt unbedingt, wenn die sich vergräbt. Hier vorne ist noch eine. Jetzt, okay. Direkt muss man da irgendwie was raufwerfen. Warte, wie mache ich das? Ich muss sofort was raufwerfen. Oh, nicht geschafft. Aber die ist schon wieder da. Hallo? Eigentlich soll man soll es halt raufwerfen. Aber. Raufwerfen? Ja, das hat der Ghostlight geschrieben. Da wo die sich eingräbt, da muss man was raufballern halt. Okay, das sieht sich auf jeden Fall crazy an. Man muss es halt dann werfen, aus dem Inventar da recht dahin. Und dann hört es wieder. Vielleicht stimmt's auch nicht, aber die soll halt Honig nehmen. Und ich habe das im letzten Slot und hier steht nichts, wenn ich hinter der herlaufe. Bei der weiblichen Royal Red. Also das Ratten. Oh nein, ich bin vergiftet. Oh, ich hab schon wieder Drogen genommen. Es tut mir leid, Junge. Ich weiß, es ist nicht das, was man will, meine lieben Jungs, aber manchmal geht es nicht anders im Leben. So, getrunken haben wir auch. Komm schon. Aber wir lassen Rappi schon hier, oder? Ja, wir safen den erstmal in der Base. Erstmal auf den Saven, ja. Jetzt komm, Rollratte, grab dich wieder ein.
Und dann gehe ich sofort ins Inventar, Alter. Jetzt. Go. Okay, und droppen. Ich hab's gedroppt. Der liegt hier, ist der Honig. Hä? Hat nicht genommen. Vielleicht hat die gerade keinen Huhn. Stand da im Kommentar. Ich gucke nochmal nach. Na, ich find's nicht so schnell. Egal. Komm schon. Wie viel Level hat denn die andere Rollratte hier? Ich muss die mit den wenigsten Leveln haben. Hallo, Mr. Rollrad. Auch Level 9. Beide sind Level 9. Man muss den Honig in die Hotbar packen, egal welchen Slot. Dann muss man zu so einer Ratte hingehen und sobald die anfängt, sich einzugraben und ganz hinten eingegraben ist, dann? Ganz unten meint ihr wahrscheinlich, ganz unten eingegraben ist, müsst ihr zu dem Schwanz... Maulwurfsloch auf dem Boden hinlaufen. Und dann? Und die Taste drücken, auf die der Honig in der Hotbar liegt. Hä? Der da Honig gilt als Köder und die Ratte taucht dann wieder auf und frisst den Honig. Okay. PS, warte. Die Ratten sind zu 100% harmlos, bis zu dem Punkt, wo man die Gems klaut. Die auftauchen, wenn die Ratte aus ihrem Maulwurfsloch rauskommt. Okay. Das, was ich geklaut habe. Ja, ich hab den Honig ausgelegt. Jetzt ist sie wiedergekommen. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwas gebracht hat. Da liegt der Honig doch. Oder? Hab ich den Honig irgendwo hingeworfen? Ich glaube, ich hab den Honig einfach gegessen, oder? Nee, ich dachte, die frisst den Honig. Sehr gut. Und dann? Und dann geht's so weiter wahrscheinlich, ne? Ich hab den noch fallen gelassen, den Honig. Aber sie hat daran gegessen. Aber was macht man denn dann? Steht da noch irgendwas dazu, oder? Der Honig gilt als Köder und die Ratte taucht dann direkt wieder auf und frisst den Honig. Und dann? Dann, weiß nicht, kann man die in dem Moment vielleicht füttern? Die hat auf jeden Fall gerade was von meinem Honig gegessen. Boah, hier ist noch ein toter Skorpion. Alles wurde gekillt. Sie ist auf jeden Fall, sie ist wieder direkt aufgetaucht und hat an meinem Honig hat die genascht. Komm, grab dich nochmal ein. Los. Grab dich, ey. In den Boden mit dir, weibliche World Red. Jetzt, sie greift sich an. Und? Ich hab's geworfen. Sie isst den auch direkt. Sie hat direkt den... Ja, gezähmt. 50%. 50% gezähmt. Siehst du? Ich muss nur noch einmal machen, aber ich hab gleich keinen Honig mehr, Izzy. Der verfällt nämlich in... Soll ich hier bei uns Honig holen? Aber nee, ich hab noch, direkt. Nee, noch 15 Minuten. Ich hab noch 2 Honig. Eigentlich müsste das reichen. Sonst hole ich auch noch eben. Komm schon. Ja, aber hol ruhig nochmal, dann können wir beide holen. Ich hol gerade. Oh, Ghost Egg, wenn das klappt. Oh Gott, dann haben wir 2 Ratten am Start. Weil ich hab grad Honig geholt, ohne zu sterben. Oh, dann lauf schnell weg, nicht, dass irgendjemand noch hinter dir ist. Es hat echt geklappt. Ich hab nur noch Hälfte Leben, aber die haben mich nicht getötet. Sehr gut. Ich warte noch, los. Und los, ich hab richtig viel Honig bekommen. Nice, richtig viel. Honig. Ich bleib die ganze Zeit bei dir. Sie gräbt sich nicht ein. Los. Und jetzt, sie gräbt sich an. Ich hab ihn direkt wieder hingelegt. Sie nascht wieder. Und? Okay, ich komme. Sie ist aber dabei geblieben. Sie ist direkt wieder rausgekommen, aber es hat nichts zusätzlich gebracht. Vielleicht nur manchmal. Kann man so einen Honig aufsammeln? Nee, ne? Weiß nicht, ich hab den bis jetzt nur aus dem Bienenstock. Steht fallen gelassen von denen, ja. Okay, ich hab noch eine letzte. Scheiße. Das muss jetzt klappen. Ja, ich komm jetzt, ich bin jetzt jeden Moment da mit ganz viel. Ja. Komm schon. Ich bin genau da, wo wir ihn gezähmt haben, neben dem Pferd. Komm schon, grab dich ein und bitte lauf nicht irgendwo hin, wo du sterben kannst, Rollratte. Die wird ja richtig stark sein. Die ist echt krass, ja. Komm schon. Ich bin hier bei der Ratte, aber du bist nicht hier. Ich bin doch hier. Du bist da hinten bei der. Ja, aber genau, ich seh dich. Sobald ich eingräbe, muss ich hier bereit sein. Sie ist wieder. Aber es geht nicht hochwärts. Es geht nicht hoch von den Leveln. Jetzt! Sie geht rein. Rein. Und ich drücke. Hier. Ja! Jawoll! Eine Rollratte! Nice! Wie nennen wir sie? Rolli. Das ist die Rolli. Hier vorne ist ja noch eine. Da haben wir sie, Level 13 Rolli. Erstmal hier mal die Stats anschauen, Leute. Was gibt's denn hier bei der Rolli? Die Rolli hat auf jeden Fall Gewicht 416. Das heißt, man kann richtig gut mit der zusammen farmen, ne? Das ist mega gut. Und die macht Schaden. Ich bin ja gerade schon bei der nächsten Ratte. Ich zähm die jetzt auch noch.
Nice, Izzy. Nice, nice, nice. Aber sie gräbt sich noch nicht ein. Komm, Rolli. Vielleicht können wir mit der sogar Pferde töten und so weiter. Da gräbt sie nicht ein, oder? Nee, doch nicht. Los, grab dich ein. Du musst den aufs Loch, glaube ich, aufstellen. Ist deine passiv? Ja, ja. Ah, wahrscheinlich nicht. Ich schau mal. Guck mal, die gräbt sich einfach nicht ein. Passiv. Jetzt auf jeden Fall. Okay, raufstehen aufs Loch und Null drücken. Oder die Zahl, wo du hast. Ja, und? Jawohl! Jawohl! Auch schon 50%! 51%, nice. Nice, nice. Das ist nur, weil die Low-Level sind, sonst müssen wir uns viel häufiger machen, aber so ist nice. Okay, den Kanu hier, Leute, den töten wir gerade mal. Da holen wir uns nochmal hier mal ein bisschen Leder raus. Am besten. Ja. Mit der Axt. Ah, wir uns Leder raus. Vielleicht können wir uns damit sogar, bekommen wir wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein Filetstück raus, aber. Wenn die den Kanu getötet haben, dann sind die ja echt ultra stark, ne? Ja, ich glaube, die haben den getötet. Höchstens das Pferd. Aber sonst. Dann sind die so einfach, so schnell zu zähmen. Aber ich schätze mal, sind die nicht so stark, wenn die gezähmt sind. Vor allem, weil wir noch keine die noch nicht reiten können, weißt du? Kann man die reiten, meinst du? Ja, die haben. Da steht Sattel, aber die kommt man bestimmt erst voll spät. Ja, das ist ja krass. Und sind ja zu overpowered. Ja, ich sehe dich da hinten, ich sehe dich da hinten. Ein Huster ist nur 100. Hast du sie? Jawohl! Nice! Zwei Rollrattis am Start. Ich nenne sie Röllchen. Röllchen, alles klar. Rolli und Röllchen sind hier jetzt hier am Start. Aber das sind jetzt unsere beiden Farmtiere, weißt du? Aber jetzt können wir richtig gut vorankommen. Weil wir jetzt, ich farm die ganze Zeit Stein, Stein, Stein ohne Ende. Ich krieg ja auch 40 Steine auf so einen scheiß Teil raus. Weil das einfach ultra lange hält. Das hört nicht auf. Was essen die denn jetzt? Honig? Nee, ich glaube. Also Honig fressen die auf jeden Fall. Ja, das auch, aber. Ich baller gerade den ganzen Honig da rein, frisst da alles weg. Ich geb dir gerade hier mal. Ja, die isst auf jeden Fall auch Beeren. Also Beeren kann man dir auch geben. Fleisch. Echt? Gucken, ob die Fleisch ist. Fleisch hab ich dir auch mal einmal reingetan. Wenn die friedlich ist, wahrscheinlich nicht. Und der Kanu lag da ja auch, haben die auch nicht gefressen. Honig baller ja auch rein. Ja, Honig ist die. Also ich glaube, Fleisch ist die nicht. Fleisch ist die nicht. Aber auf jeden Fall Beeren. Sehr gut. Und das ganze schöne, die ganzen Steine, die ich hier habe, Leute. Bist du hier sicher, ist dass die Holz Bären fressen? Und Steine, ja, ihr habt schon, die haben schon gesehen, wie die gegessen. Die essen das auf jeden Fall. Nur Fleisch nicht. Ja, aber du kannst halt bei denen alles reinballern an Stein und so weiter, weil die haben, lass sie leveln auf Gewicht, okay? Okay. Weil du kann hier alles reinpacken. Hier holen wir uns nochmal hier den schönen pilzartigen Holz. Ich dachte gerade, Röllchen holt gerade Holz. Oh. Wie so ein Biber. Nee, das nicht. Das wäre zu krass. Aber mit geht wahrscheinlich, oder? Wenn man... Weiß nicht. Oh, was ist los? Die ist irgendwie so ein bisschen... Ach, sie läuft dir nach, ne? Ja. Die war gerade so ganz aktiv. Ey, ich glaube, wir könnten das Pferd mit denen töten, aber das lieber noch nicht machen. Nee, lieber nicht. Lass uns erstmal ein paar Dinos safen. Ja. Aber gut, Leute, dann war es das damit für die heutige Folge hier von Dizzy vs. Dinos. Ja, es hat euch gefallen. Wir haben großen Fortschritt gemacht. Wir haben zwei Rollis hier am Start, also einmal Rolli und einmal Röllchen. Und die beiden sind es hier, mit denen können wir richtig viel zusammen farmen und damit gut weiterkommen. Und damit geht es dann morgen weiter. Um 18 Uhr gibt es die nächste Folge von Dizzy vs. Dinos 2.0 auf dem Kanal von Izzy auf Izzy Ease. Links unten in der Beschreibung. Vielen Dank heute fürs Zuschauen. Stimmt, macht's du gut. Hast immer meinen Kanal falsch verlinkt. Ich hab's auch heute anders. Mann. Auf Izzy Ease müsst ihr vorbeischauen, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Mach's gut. Ciao. Ciao.